Diese Rallye hat sehr wahrscheinlich zwei riesige Probleme. Das erste Problem ist aus meiner Sicht eine sehr einseitige Interpretation der Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell. Fast schon eine falsche Interpretation, möchte ich fast sagen. Und das zweite Problem ist, dass sich der Fokus jetzt sehr wahrscheinlich mehr und mehr von der Inflation zur Rezession verlagern wird. Das wird bedeuten, schlechte Daten sind dann auch schlechte Daten, nämlich schlechte Konjunkturdaten sind dann auch schlecht für die Märkte, weil die Konsequenz der kommenden Rezession sein wird, dass die Firmen weniger Geld verdienen, die Margen nach unten gehen und dann stellt sich eben die Bewertungsfrage. Der S&P 500 ist für das, was sich da ökonomisch abzeichnet, viel, viel zu teuer. All das werde ich gleich mal kompakt zeigen. Wir starten zunächst mal hier mit dem ISM Einkaufsmanager-Index, der jetzt kontrahiert. Also wir sehen, die Wirtschaft in den USA scheint zu schrumpfen. 49, das ist der schlechteste Wert seit 2020. Wir sehen beim S&P Global US Manufacturing PMI, praktisch ein anderer Einkaufsmanager-Index, da sind wir bei 47,7. Auch hier deutlich im Bereich der Kontraktion. Das heißt, Frühindikatoren wie die Einkaufsmanager-Indizes zeigen schon relativ klar, wo es lang geht. Wir hatten dann auch Bauausgaben heute, minus 0,3%, aber das ist nicht mal inflationsbereinigt. Würde man Inflation da noch mit berücksichtigen, dann wäre das Minus viel höher. Also wir sehen am Hausmarkt in den USA, da kracht es ein bisschen. Wir haben heute den Challenger Job Cuts gehabt, also das sind praktisch die Entlassungen, mit einem sehr, sehr, sehr saftigen Anstieg. Das liegt natürlich auch an diesen Massenentlassungen, so kann man es fast schon nennen, die im Tech-Bereich derzeit passieren. Und auch intern, wenn man sich diese Zahlen mal genau anschaut, sind es vor allem gut bezahlte Jobs, die weggefallen sind, eben vor allem in der Tech-Industrie. Und gleichzeitig fällt die Sparquote der Amerikaner auf ein historisches Tief. Und hier sehen wir das, was auch die Continuing Claims, also die fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe zeigen, einen deutlichen Spike nach oben. Das heißt, der Arbeitsmarkt in den USA, der ja sowieso ein nachlaufender Indikator ist, der beginnt jetzt auf diese wirtschaftliche Abkühlung zu reagieren. Und das ist also der größte Anstieg jetzt in dieser Challenger Job Cut Serie seit dem Jahr 2001, denn das Jahr 2023 dürfte so ein bisschen ähnlich aussehen wie 2021, sagt hier Alf, also damals ja auch Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt. Es wird eine ziemlich heftige Rezession kommen und diese Rezession wird die Fed dann zwingen, die Zinsen zu senken. Aber blickt man auf die Historie, ich hatte solche Charts schon öfter gezeigt, wenn die Fed beginnt, die Zinsen zu senken, heißt das noch lange nicht, dass die Aktienmärkte dann steigen, sondern dann ist im Vordergrund eben der Gedanke, ja, warum senkt sie die Zinsen eben? Weil die Wirtschaft sich so stark abschwächt und das hat Folgen für Unternehmensgewinne und Margen. Hier sehen wir nochmal die geringste Sparquote der Amerikaner seit dem Jahr 2005. Und all das jetzt angesichts einer Fed, die ja weiter die Zinsen anheben wird. Auf der einen Seite, wir haben etwa 95 Milliarden Quantitative Tightening pro Monat. Also die Reduzierung der Bilanzsumme, das entspricht etwa pro Monat dann einer Zinsanhebung, was die Wirkung jetzt auf die Märkte betrifft, von 0,2%. Das heißt, das kommt nochmal oben drauf. Die bisherigen Zinsanhebungen haben wahrscheinlich noch gar nicht so richtig ihre Wirkung entfaltet. Dementsprechend ist dieses Starren der Märkte auf die Frage, ja, wird die Fed jetzt bei 4,75% oder bei 5,0% Zinsen aufhören oder vielleicht bei 5,25%? Wahrscheinlich überhaupt nicht relevant, sondern relevant ist, wie stark diese Abkühlung wird, wie stark dann vor allem die Wirkung, die verspätete Wirkung der Geldpolitik, nicht nur der Fed, sondern der Notenbanken weltweit wird. Und so geht JP Morgan heute her und sagt, wir reduzieren mal unsere Gewinnaussichten für den S&P 500. Von $225 pro Aktie auf $205 pro Aktie. Man sagt hier weniger Möglichkeiten, praktisch die Preise zu setzen. Also man verliert die Preissetzungsmacht ein Stück weit. Die Margen dürfen zurückgehen und es wird weniger Buybacks geben. Das, was ja aktuell noch ein stützender Faktor ist, sind ja vor allem Buybacks der Unternehmen, die jetzt ja wieder möglich sind. Deswegen sagt JP Morgan, erwarten wir im ersten
Quartal dann ein Retest der Tiefs, die wir in diesem Jahr gesehen haben. Mitte Oktober ist das gewesen. Wenn wir uns jetzt mal die Bewertungsfrage anschauen, dann sehen wir, nehmen wir mal an, die Fed würde die Zinsen auf 5,0% anheben. Dann wäre der faire Value bei einem Kursgewinnverhältnis von 15, was dem historischen Durchschnitt entspricht, bei 2780 Punkten im S&P 500. Das ist also deutlich, deutlich tiefer als derzeit, zumal man annehmen kann, dass eben die Gewinne jetzt bald deutlich schrumpfen werden. Wir haben ja so viele Indikatoren, Frühindikatoren, wir haben die PMIs, also die Einkaufsmanager-Indizes, wir haben den Haussektor, und, die alle in eine Richtung weisen. Gleichwohl sagt der Morgan Stanleys Mike Wilson, also er ist confident, dass diese Rallye im Dezember weitergeht. Nun können Märkte natürlich länger an der Realität vorbei handeln, an der ökonomischen Realität, als die eigene Liquidität reicht. Auch das ist natürlich richtig. Aber ich glaube, dass eben hier so ein bisschen ein Wunschkonzert derzeit der Fall ist. Man pickt sich von Paul das raus, was man eigentlich hören möchte. Das, was man nicht hören möchte, da macht man sich die Ohren zu. Und natürlich war das auch ein Short Squeeze, den wir da gesehen haben. Nachdem Paul dreimal ja die Märkte in den Abverkauf getrieben hatte, hatten viele Angst, oh, dann kommt er wieder hawkisch und dann geht es wieder nach unten. Das Gegenteil ist passiert, aber ist das nachhaltig? Werden wir uns gleich anschauen. Heute zunächst mal neue Verlaufshoch nach den PCE-Verbraucherpreisen. Das sind ja Daten aus dem Oktober und da war eigentlich fast zu erwarten, dass die auch niedriger ausfallen würden, denn wir hatten ja gesehen, dass die CPI-Daten, also die Headline-Inflation, US-Verbraucherpreise im Oktober, und die Daten kamen ja Anfang November, 8. November oder irgendwie sowas, dass die ja auch viel niedriger ausgefallen waren. Und normalerweise ist dann PCE, also Personal Consumption Expenditure, eine andere Kategorie der Verbraucherpreise, die von der Fed aber sehr beachtet wird, folgt dann relativ klar. Aber wir sehen, so richtig ist da ein Abwärtsdruck bei dieser PCE-Inflation noch nicht erkennbar. Jetzt ist die Frage, was ist gestern eigentlich passiert? Aus meiner Sicht erstens ein Short Squeeze, zweitens eben diese sehr einseitige Interpretation der Aussagen von Jerome Powell. Peter Schiff meint hier, ja, also Powell war hawkisch wie immer und das kann man gleich belegen, oder ich will das gleich belegen, dass das ziemlich hawkisch war eigentlich, was er gesagt hat. Die Märkte verlieren den Glauben in Powell, sagt Peter Schiff. Gold hussierte, Aktien hussierten, Renditen fielen etc. etc. Ja, ist das wirklich so, dass der Glaube verloren gegangen ist? Möglich. Schauen wir uns mal ein paar Aussagen an. Als Paul sagte etwa, Geschichte zeigt, dass es gefährlich ist, zu früh die Geldpolitik zu lockern. Es ist angezeigt, die Geldpolitik länger im restriktiven Bereich zu halten. Und all diese Dinge, die eigentlich alles andere als ein Pivot sind, also als eine wirkliche Wendung. Ja, natürlich, die Zinsen werden jetzt nicht mehr so deutlich steigen. Das war aber vorher bekannt. Das war ja eigentlich klar und eigentlich eingepreist. Hier unten sehen wir mal eine Grafik, die zeigt, dass die Fed noch einen ziemlich langen Weg hat, wenn sie die Realrenditen praktisch in den positiven Bereich bringen will, so wie sie es in den 90ern gemacht hat oder auch dann 2004 bis 2006. Jim Bianco bringt diese verzwickte Situation so ein bisschen auf den Punkt. Die Renditen fallen, die Aktienmärkte sind gestiegen, dadurch werden die Financial Conditions wieder deutlich lockerer. Hier unten sehen wir in der Grafik die Lockerung dieser Financial Conditions. Und jetzt ist natürlich das dann wieder inflationsfördernd, also muss die Fed dann mehr die Zinsen anheben, was dann wiederum schlechter für die Wirtschaft ist. Also da beißt sich die Maus in den Schwanz, könnte man sagen, meine Damen und Herren. Und was machen die Indizes bisher in diesem Jahr? Natürlich alle noch im Minus. Wir sehen aber den Dow Jones nur noch 4,8% im Minus, der S&P 14, der Nasdaq 26% im Minus. Erstaunlich auch, dass etwa die europäischen Indizes hier deutlich besser dastehen. Bitcoin mit minus 63% hier das Schlusslicht, das beste Asset bisher, Öl, wenn man das dann als Asset bezeichnen will. Aber hier sehen wir mal, der Dow Jones hat jetzt im Oktober und November die größte Rallye der Geschichte, seiner Geschichte, und diese schon ein bisschen her, gell? Ich glaube 1890 oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall so um 1900 herum ist dieser Index entstanden.
Und wir sehen hier die Rate of Change, 2-Month Percentage Change, also nicht nur in Punkten, das ist sowieso klar, sondern eben auch prozentual. Und das angesichts der Situation, wie sie sich derzeit darstellt. Wir haben dann gesehen aber, dass der Dow heute schwächer unterwegs ist, aufgrund auch der schwächeren ISM-Einkaufsmanager-Index. Und hier sehen wir mal den S&P 500 an der Mutter aller Trendlinie, wie ein Kollege heute formuliert hat. Das ist nämlich dieser Abwärtstrendkanal seit Jahresbeginn, also seit dieser monetäre Klimawandel durch die Fed eingeleitet wurde, und bums, da sind wir hingelaufen, ticken drüber mit den PCE-Verbrauchspreisen, und dann ging es wieder nach unten. Vorerst nach unten werden wir sehen. Sven Hendrik sagt, interessante Zeiten. Wir haben hier so eine Wedge, die will nach oben ausbrechen. Was würde passieren, wenn sie nach unten ausbricht? Na, das kann nicht sein, meine Damen und Herren, gell? Jahresendrallye kommt, das, da haben wir doch eine Garantie drauf, gell? Und der Pauli hat doch gestern gesagt, dass er die Zinsen nicht mehr so stark anheben wird, gell? FOMO, alle schnell kaufen, gell? Wer hat noch nicht, wer mag noch einmal? Bitte, also die Preise sind günstig. Wie günstig, will ich gleich zeigen. Hier sehen wir diese drei Widerstände im S&P 500, die dann selbst bei Bruch dieses Abwärtstrendkanals noch da wären, alle so im Bereich 4,125, 4,150, gell, und dann 4.200. Aber das große Problem ist, wir sind natürlich dick überkauft. Hier sehen wir mal die Anzahl der Aktien, die über dem 50-Tages-Durchschnitt handelt. Höchster Wert seit Juni 2020, also seit der Erholung aus dem Corona-Crash. Und wir sind sogar jetzt über dem Niveau von August 2022, als ja auch eine massive Rallye dann zum Stehen kam. Wir sehen den Fear and Greed Index bei 70, höchster Stand des Jahres bisher. Und das ist natürlich dann immer eine super Zeit, wenn so viele Aktien schon so gut gelaufen sind, die Gier wieder so groß ist, dann muss man unbedingt kaufen. Gell, also jetzt alles rein, meine Damen und Herren, gell, Kredite aufnehmen, um sofort Aktien, gell, weil das geht ja alles nach oben. Der Jeromi, ne, der hat doch gestern, hat er das so eindeutig gesagt. Jetzt kommen wir nach China, meine Damen und Herren. Es sieht so aus, so ein Artikel bei uns, bei Finanzmarktwelt, dass die Regierung eine Öffnung ab Februar vorbereitet. Vorher will man sozusagen den Winter noch mal ein bisschen abwarten. Da gibt es noch ein paar chinesische Feste hier, das Neujahrsfest. Da will man wahrscheinlich noch nicht allzu sehr die Reisetätigkeit noch zusätzlich unterstützen. Aber wir sehen, die Fallzahlen in China gehen weiter nach oben. Aber der Druck der Bevölkerung scheint hier doch durchaus gewirkt zu haben. Also da ist durchaus eine Reaktion der chinesischen Führung erfolgt, kann man sagen. Und wenn wir jetzt mal in heimische Gefilde kommen, dann sehen wir den Ernstfall am Gasmarkt. Heute zwischenzeitlich Gas massiv gestiegen, bis zu 13% ist dann wieder nach unten gekommen. Einer der Gründe ist eben der kalte Dezember. Das könnte ziemlich heftig werden, wie ich gleich zeigen werde. Immerhin China hat weniger Nachfrage aufgrund der sehr schwachen Wirtschaft. Außerdem hat man einiges Gas eingelagert. Aber hier spricht man von der Nachfragezerstörung, also dass die Industrie und die Haushalte weniger Gas verbrauchen, weil sie sparen, gell, und weniger gebraucht werden bald, oder weniger gekauft zumindest werden bald hier Elektrofahrzeuge. Es dürfte wohl 2023 nur die Industrie 484.000 Fahrzeuge ausliefern, so eine Studie, statt 720.000. Deutschland ist damit der zweitgrößte Absatzmarkt für E-Fahrzeuge, aber wie mein Kollege Claudio Kummerfeld bemerkt, wenn die Nachfrage ein Produkt nur dank staatlicher Subventionen oder die Nachfrager eben dieses Produkt nur nachfragen dank staatlicher Sanktionen, dann läuft irgendwas schief. Das ist jetzt auch so, dass dieser Vorteil, dass man eben kein teures Öl oder kein teures Benzin tanken muss, jetzt durch diese massiven Strompreise jetzt kein Vorteil mehr ist. Also auch der Unterhalt der Autos wird teurer. Und gestern wirklich etwas Erstaunliches hier in den Tagesthemen. Da sagte hier ein Kommentator, also wir nehmen Atomkraft aus, Strom von Atomkraft aus Frankreich sehr, sehr gerne, aber bitte hier in Deutschland nicht. Wir nehmen dreckiges Fracking-Gas aus den USA, das mit Schwerdiesel dann über die Meere geschippt wird. Das nehmen wir sehr gerne, aber Fracking hier in Deutschland wollen wir nicht. Wir nehmen mit Handkuss jetzt ja kürzlich dieser Deal mit Katar, dann nehmen wir Flüssiggas, super. Und auf der anderen Seite aber meckern wir ständig über die Katarer, wie ganz böse die doch sind. Die Katarer wiederum sagen, respektiert einfach unsere Kultur. Das könnte man ja auch mal machen und dann so ein bisschen von dem hohen deutschen Ross, der wir wissen alles besser,
Wisserei vielleicht mal runterkommen. Also es ist, statt hier in Deutschland zu fracken, man hat also das Gefühl, die Energiebeschaffung kann nicht schmutzig genug sein. Hauptsache der Dreck fällt nicht im eigenen Land an. Naja, ein bisschen schon, weil der CO2-Ausstoß so massiv eben steigt. Wir schalten supermoderne Kohlekraftwerke ab, lassen die Dreckschleudern laufen. Man kann sich nur praktisch an den Kopf fassen. Und so sehen wir, dass der Gaspreis eben tendenziell seit Tagen schon im Aufwind ist wieder. Und hier wird jetzt eine Kaltfront vorhergesagt für Europa mit Temperaturen zwischen minus 10 und minus 15 Grad. Das könnte dann nochmal ein Thema auch in Sachen Inflation werden und natürlich auch in Sachen hoher Gasspeicher. Schauen Sie sich mal diesen Artikel an. Ohnehin ja die Gas- und Strompreise für die Konsumenten dann ab 1. Januar deutlich höher. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Ja, diese seltsame Reaktion auf die Paul-Rede. Was ist da eigentlich passiert? Der Aktienmarkt wollte nicht ein viertes Mal in die Falle laufen. Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung, der Absturz bei Credit Suisse geht weiter, der Aktienkurs immer weiter nach unten, das ist praktisch eine Art Lehman, das noch nicht explodiert ist, also drei Empfehlungen, ich empfehle mich jetzt bei Ihnen, morgen ja keine Videos, bin ich unterwegs, ich hoffe wir sehen uns dann in alter Frische am Montag, ich sage Servus, ciao.